Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einer B-Lizenz-Prüfungsfrage. Heute darfst du wieder mitraten und dein eigenes Wissen testen und danach kannst du dir die Erklärung gerne von mir anhören. Es geht heute um folgende Frage und zwar, was ist keine sportmotorische Fähigkeit? Wir haben einmal A, Kraft, B, Schnelligkeit, C, Koordination oder D, Kondition. Kannst kurz auf Pause drücken, wenn du mitraten willst, danach schaltest du wieder an. Und zwar, hier ist eben Antwortmöglichkeit D richtig. Beziehungsweise eigentlich falsch, ja. Aber man muss natürlich auch immer darauf achten bei solchen Prüfungsfragen, wenn nach keiner sportmotorischen Fähigkeit gefragt ist, dann musst du natürlich die raussuchen mit keiner und nicht die anderen drei aussuchen, ja. Das ist immer so tricky in der Prüfung, das heißt, fall nicht auf diese doppelte Verneinung oder sowas rein. Also, Kondition ist keine sportmotorische Fähigkeit. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, aber Kondition ist das gleiche wie Ausdauer und Ausdauer ist eine sportmotorische Fähigkeit. Stimmt nicht so ganz, ja. Und zwar ist es so, wir haben natürlich die sportmotorischen Fähigkeiten im Sport und es sind 5 Stück an der Zahl, ja. Und die sportmotorischen Fähigkeiten bestehen aber aus den koordinativen Fähigkeiten und aus den konditionellen Fähigkeiten. Die koordinativen Fähigkeiten, ja, da gibt es auch nochmal viele Unterpunkte, ja, aber die werden in den sportmotorischen Fähigkeiten unter einem Punkt Koordination zusammengefasst, ja. Eigentlich gehört dann auch zum Beispiel Umstellungsfähigkeit dazu oder Rhythmisierungsfähigkeit, ja, solche Sachen, aber das ist einfach Koordination in diesen sportmotorischen Fähigkeiten. Dann gibt es noch die konditionellen Fähigkeiten und das sind eben die Fähigkeiten Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit. Und diese zusammen ergeben eben die konditionellen Fähigkeiten bzw. auch die Kondition. Das bedeutet, im Alltag gebraucht man zwar oft das Wort Kondition als Synonym für Ausdauer, ist aber nicht ganz richtig. Und deswegen solltest du dir darüber bewusst sein, was eben konditionelle Fähigkeiten sind und was koordinative Fähigkeiten sind. Und ich habe auch schon mal ein komplettes Video darüber gemacht, was die sportmotorischen Fähigkeiten betrifft und zum Beispiel auch den Mythos betrachtet, ob wirklich Kraft alles ist. Ja? Und das kannst du dir auch natürlich mal gerne hier noch anschauen. Und ja, das war's schon wieder für dieses Video heute. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und ich hoffe, ich konnte dir zeigen, was Kondition und Koordination und so weiter bedeutet. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann, dein Tim Kinalz, Karriere als Fitnesstrainer Akademie und ciao.